Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von der Gemeinde Rade. Und nachdem wir in der letzten Folge so ein bisschen den Dröscher bewegt haben, der auch noch aktiv am Rapsdröschen ist, widmen wir uns jetzt hier unserem wunderschönen DX-140 oder auch Deutz Torpedo genannt und wollen hier ein bisschen die Wiesen unsicher machen, um für die Kühe schon mal ein bisschen vorzuarbeiten und auch für die Schafe und die ganzen vielen Tiere, die wir dann noch haben wollen. So, schmeißen wir mal die Geräte an. So, da hängt aber natürlich zornig an der Drehzahl der Deutz. Da merkt man dann doch, dass er nicht ganz die Leistung hat, die er dafür bräuchte. Das wären ja wirklich um die 180 PS. Hier haben wir ja 143, aber hey, trotz allem 16, 17 km/h schafft ihr. Also lasst euch da nicht von abbringen, nur weil die Leistung da höher angesagt wird. Das funktioniert trotzdem, glaubt mir. Denn so habt ihr auch die Möglichkeit, ein paar andere Schlepper mal zu nutzen. Klar, jetzt hier bei dem Gespann, sag ich mal, 80 PS vorzuhängen, das wäre dann schon hart kritisch mit 100 PS weniger als gewollt, sage ich mal. Aber so, wenn wir hier mal 40, 50 PS weniger haben, ist das gar nicht so tragisch. Das läuft trotz allemal. Das funktioniert ohne Probleme. Ja, dann gucken wir mal, dass wir unsere Wiesen fertig kriegen. Einen Anhänger haben wir ja schon mit Raps voll bekommen. Das Korn nicht schon ins Lager bringen. Praktischerweise ist ja das Silo direkt bei uns am Feld, das wusste ich gar nicht. Aber das ist praktisch gewesen. Habe ich gleich einmal Anhänger wieder leer gemacht. Und Raps können wir ja, glaube ich, als Futterquelle nutzen für die Schweine, ne? Als Proteinquelle meine ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Bei dem wunderschönen Deutz hier haben wir natürlich IC Control verbaut. Das funktioniert auch. Eine Sache. Da hinten haben wir dann den Altra, der wird hier, nachdem wir hier durch sind, einmal wunderschön das alles auf Schwatt legen, damit wir mit der Göweipresse hier Silage-Rouladen rauskriegen, damit wir da auf jeden Fall schon mal ein bisschen was haben auf Vorrat für unsere Mokus dann. Und jetzt schauen wir mal, wir müssen ja auf jeden Fall auch nochmal ganz normal Schwatt legen im Ladewagen. Damit wir auch so Gras haben, gerade für die Schafe. Ah, das kriegen wir schon alles hier, denke ich mal, ohne Probleme hin, ne? Aber immer was für ein Stress am Anfang, ne? Da haben wir wieder an 10 Ecken was zu tun. Und an der 11. Ecke wollen sie dann auch noch irgendwo Hilfe haben, ne? Aber Auftragsarbeit, die machen wir erstmal noch nicht. Das ist dann von Relevanz, wenn wir mal unsere eigenen Felder abgearbeitet haben und Wiesen. Ich denke, wir da haben noch gut zu tun. Denn wie jeder weiß, der erste Tag im LS ist immer der schlimmste. Deswegen habe ich auch die kleinste mögliche Zeiteinstellung. Denn alle Felder, die jetzt erntereif sind, müssen auch theoretisch heute geerntet werden. Weil spätestens morgen ist ja ein neuer Monat. Ohne nächstes Jahr alle verdorben, ne? Dann haben wir davon nichts mehr. Das ist dann eigentlich sehr kontraproduktiv, würde ich sagen, ne? Das wollen wir natürlich vermeiden, wenn es geht. Und die Büsche gleich ein bisschen runtergemulcht.
Dann werden wir gleich mal hier mal vor den Waldra rüber schicken, damit der Schwatz ab wenn uns die Schwatz machen kann. Allzu viele haben wir ja hier nicht mehr, sind ja nur noch 2, 3 Bauern. Den haben wir das geschafft. Muss entladen werden. Hier springen wir doch nochmal schnell rüber auf unseren Idrashau. Oder weiterkommen. Auf dem Rapsfeld. Und ich weiß, bin schon wieder vorbildlich, fange schon wieder die nächste Arbeit an, obwohl noch nicht mal die Stoppeln fertig gemulcht sind, aber das können wir immer noch machen, ne? Bodenbearbeitung ist Herbstarbeit eigentlich. Und jetzt Sommerarbeit. So, da steht er schon. Tanken wir ihn mal schnell ab. Und dann haben wir ja hier auch nur noch ein paar Bahnen. Dann ist das hier auch schon erledigt mit dem Rapsfeld. Mal auf welche Wiese wir dann umsetzen. Wir sind jetzt hier oben. Können dann theoretisch auch auf die 51 gehen. Oder die, die direkt am Hof ist. Da müssen wir mal schauen. Weil die 50 ist ja wieder Kuhwiese. Und ich möchte ungern die Weide der Kühe mähen. Die wollen ja auch noch ein bisschen was zu fressen haben. Wäre da ein bisschen ungünstig. Wenn sie schon den Auslauf da haben. Nehmen wir dann, denke ich mal, die 51. Some days, I'm fighting.
Hochfläche einmal rüberfahren. Und da natürlich auch noch einmal mähen. Waltra hat ja da schon fleißig geschwadet. Wenn wir das da mähen. Wäre jetzt fast ungünstig gelaufen, ja? Ja, das Rapsfeld ist jetzt auch erfolgreich abgedroschen. Da werden wir noch schnell dann unsere Stoppel zerhäckseln bei dem Mulcher und dann hat sich das auch erledigt. Und wir werden dann hier noch schnell unsere Hoffläche ein bisschen mähen. Damit wir hier Heuballen machen, denke ich mal. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Dann haben wir Heu und Silage auf jeden Fall zusammen. Und ja. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen, Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.